Kontext 21. Erklärt Österreich. Erster Teil: Austrofaschismus und Nationalsozialismus. Eine Sendung von Robert Zöchling. Vom 13. bis 21. Juni 2000 hielten Stefan Griegert und Florian Markl Vorträge in Berlin, Bochum, Wuppertal, Heidelberg, Siegen und Stuttgart, um die gegenwärtige politische Situation in Österreich und die Gesellschaft, die sie ermöglicht, zu erklären. Solcher Erklärungsbedarf besteht nicht nur bei unseren deutschen Hörerinnen und Hörern, sondern weitenteils auch bei den in Österreich Eingeborenen und Lebenden. Was wir in der Schule nicht lernen, lernen wir im Kontext 21 Schulfunk. In diesem ersten Teil der Sendung hören Sie die Ausführungen zum eigenständigen österreichischen Faschismus der Zwischenkriegszeit und zum Eintritt der österreichischen Gesellschaft in den Nationalsozialismus des Dritten Reichs, sowie erste Hinweise zum Fortwesen beider in der, wie Griegert und Markl formulieren, doppelt postfaschistischen Gesellschaft nach 1945. Nähere Einlassungen dazu und zur heute erkennbar werdenden Möglichkeit eines demokratischen Faschismus folgen in der nächsten Sendung. Worüber man in Österreich daher redet und worüber man nicht spricht. Die volksgemeinschaftliche Staatskonzeption des Austrofaschismus und die vorbildliche Anschlussfähigkeit der Österreicherinnen und Österreicher an den deutschen Nationalsozialismus. Dazu Florian Markl. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Diesen oft zitierten und aber leider nur selten verstandenen Satz von Max Horkheimer hat sich tatsächlich wohl kaum jemand so zu Herzen genommen und auch danach gehandelt wie die Österreicher und Österreicherinnen. Sie haben schlichtweg von beiden nicht gesprochen. Während die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus jetzt aber schon allein aus diesem Wunsch, sich selbst als Opfer zu stilisieren, nicht vollkommen umgangen werden hat können und deshalb auch vor allem in der jüngsten Vergangenheit zwar nicht ernsthaft, aber dafür sehr redselig betrieben worden ist, ist über die Zeit des Austrofaschismus auch in Österreich so ein Mantel des Schweigens verhängt worden. Ein Mantel des Schweigens, der eigentlich nur einmal im Jahr am 12. Februar durchbrochen wird. An diesem 12. Februar wird dann hochoffiziell dieser bürgerkriegsähnlichen Kämpfe aus dem Jahr 1934 gedacht, in denen Bundeswehr und Heimwehren zusammen mit militärischen Mitteln die Arbeiterinnenbewegung geschlagen haben oder der organisierten Arbeiterinnenbewegung ein Ende gesetzt haben. Aber diese Gedenkveranstaltungen, die am 12. Februar eben stattfinden, dienen eigentlich nicht der Vergegenwärtigung eines relativ wichtigen Schrittes im Konstituierungsprozess des Austrofaschismus, sondern beschworen wird auf diesen Veranstaltungen vielmehr sowas wie die nationale Einheit Österreichs und beschworen wird auch gewissermaßen das Bekenntnis, die politischen Auseinandersetzungen nicht mehr so führen zu wollen oder nicht mehr in der Form führen zu wollen, wie das für die Zwischenkriegszeit und eben gerade auch die 30er Jahre in Österreich doch charakteristisch gewesen ist. Und darin sind sich jetzt, ob christlich-soziale oder Sozialdemokraten, eigentlich auch alle einig. Über das, was dann tatsächlich zwischen 1934 und 1938 in Österreich sich abgespielt hat, nämlich eben den von den christlich-sozialen getragenen Faschismus, noch schon bevor die Nazis dann letztlich die Macht übernommen haben, über diese Zeit wird einfach nicht gesprochen, weil eigentlich beide großen politischen Lager, also jetzt Sozialdemokraten und ÖVP, jedes auf seine eigene Art im Hinblick auf den Nationalsozialismus durchaus damit zufrieden sind. Also die Sozialdemokraten einerseits waschen gewissermaßen ihre Hände in Unschuld mit der Begründung so, na, sie seien ja schon im Jahre 1934 ausgeschaltet worden und hätten schon allein deshalb den Nazis keinen Widerstand mehr leisten können. Und von der ÖVP auf der anderen Seite wird der Austrofaschismus sowieso als mehr oder weniger groß angelegtes Widerstandsprojekt Österreichs gegenüber Deutschland verklärt.
Und das geht also so weit, dass das Konterfei des heimischen Faschistenführers Engelbert Dollfuß noch heute in den Räumlichkeiten des ÖVP-Parlamentsclubs herumhängt. Dass bezüglich des Austrofaschismus so eine Art kollektive Amnesie vorherrscht, hat aber gute Gründe, weil eine Auseinandersetzung mit den 4 Jahren des Austrofaschismus einiges über den Charakter Österreichs als gewissermaßen eben doppelt postfaschistischer Demokratie zutage bringen würde. Also Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre haben die bürgerlichen Parteien in Österreich und allen voran also die christlich-sozialen, also die Vorläuferpartei der ÖVP, haben die also die Position vertreten, dass zur Lösung der wirtschaftlichen und politischen Probleme es zumindest notwendig sei, einerseits den Parlamentarismus und andererseits auch die organisierte Arbeiterinnenbewegung möglichst auszuschalten. Unterstützung haben sie dabei in erster Linie von den sogenannten Heimwehren erhalten. Und diese Heimwehren waren also bewaffnete Gruppierungen, die ähnlich wie die Freikorps in Deutschland gegen Ende des Ersten Weltkriegs oder nach Ende des Ersten Weltkriegs gegründet worden sind und deren primäre Aufgabe war zunächst mal der Schutz der eben neu entstandenen Republik Deutsch-Österreich, wie das eben zunächst noch geheißen hat. Schutz der Republik Deutsch-Österreich gegen die Feinde. Und diese Feinde waren jetzt in einzelnen Bundesländern, so wie in der Steiermark zum Beispiel, tatsächlich ausländische Armeen, also in dem Fall die jugoslawische Armee. Aber dieser Kampf gegen fremde Armeen ist zunehmend in den Hintergrund getreten und immer wichtiger wurde der Kampf gegen gewissermaßen die inneren Feinde Österreichs. Und diese inneren Feinde, das war eben der vermeintliche Bolschewismus und dessen imaginierte Inkarnation im sogenannten Roten Wien, also kurz der Kampf gegen die Sozialdemokratie. Innerhalb der Heimwehren, das sollte man vielleicht dazu sagen, hat es von Anfang an zumindest 2 politische Strömungen gegeben. Einerseits also jene Fraktion, die sich gewissermaßen so als Kettenhund der bürgerlichen Parteien verstanden hat und die also vor allem mit den christlich-sozialen enge Kontakte hatten oder gute Verbindungen zu denen hatten. Andererseits gab es aber auch von Beginn an sowas wie einen deutschnationalen Flügel, der vor allem mit bayerischen bewaffneten Organisationen sehr gute Kontakte gepflegt hat. Trotz dieser, wie soll man sagen, ideologischen Unterschiede gab es aber doch eine gemeinsame ideologische Klammer und das war also ein schwer antisemitisch angereicherter Antimarxismus. Gegen Ende der 20er Jahre haben sich die Heimwehren dann zunehmend unzufrieden gezeigt mit dieser Funktion als bürgerlicher Kettenhund und haben sowas wie eigene politische Vorstellungen entwickelt und dabei haben sie sich hauptsächlich am italienischen Faschismus orientiert. Obwohl es aber jetzt so ist, dass die Heimwehren spätestens ab Anfang der 30er Jahre ein klar faschistisches Programm vertreten haben, haben sie bei der letztendlichen Etablierung und Konstituierung des Austrofaschismus ab 1933 trotzdem bloß mehr oder minder die Funktion der Herrschaftssicherung für die christlich-soziale Partei erfüllt. Und sie haben also eigentlich nur in den militärischen Auseinandersetzungen mit der Arbeiterinnenbewegung im Jahr 34 tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt. Also auch die teilweise prominenten Stellungen, die also so Heimwehrmitglieder im austrofaschistischen Regime gehabt haben, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass deren Integration in das Regime zwar einerseits einfach die soziale Basis des Regimes auch erweitern sollte, aber andererseits vor allem auch außenpolitisch motiviert war, weil eben der Austrofaschismus sich überhaupt nur am Leben erhalten hat können, solange das faschistische Italien für Österreich sowas wie eine Schutzmachtrolle gegenüber Deutschland eingenommen hat. Und ab dem Moment, wo eben Deutschland und Italien sich ab 1936 dann also außenpolitisch angenähert haben, fiel diese Schutzmachtfunktion weg und die Heimwehren wurden zunehmend aus der Regierung herausgedrängt und von den sogenannten Nationalen ersetzt, also das waren die bis dato in Österreich verbotenen Nationalsozialisten. Sowohl im nationalsozialistischen Deutschland als auch im faschistischen Italien hat es ja mit der NSDAP bzw. der Partita Nazionale Fascista Massenbewegungen gegeben, die zunächst an der Errichtung und später auch an der Festigung des Regimes massiv beteiligt haben. Und es hat in Österreich auch so etwas wie eine gesetzlich festgelegte Monopolpartei gegeben, die hat Vaterländische Front geheißen.
Aber die hat das im Vergleich zu diesen anderen Parteien einen ganz anderen Charakter gehabt, weil sie eben nicht organisatorischer Ausdruck einer tatsächlich originär faschistischen Bewegung gewesen ist, sondern vielmehr der Versuch, über ein von oben eingesetztes organisatorisches Konstrukt die Verschmelzung von bürgerlichen Parteien zu erreichen. Ideologisch kann man über den Austrofaschismus oder ideologisch kann man sich dem Austrofaschismus vielleicht anhand eines Zitates von Bundeskanzler Dollfuß reden, der also 1933 in einer programmatischen Rede das so formuliert hat: Die Zeit des kapitalistischen Systems, die Zeit kapitalistisch-liberalistischer Wirtschaftsordnung ist vorüber. Die Zeit marxistischer, materialistischer Volksverführung ist gewesen. Die Zeit der Parteienherrschaft ist vorbei. Wir lehnen Gleichschalterei und Terror ab. Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage unter starker, autoritärer Führung. Und als Mittel zur Beseitigung dieser, wie Dollfuß das eben genannt hat, materialistischen Volksverführung, also kurz als Mittel zur Ausschaltung des Klassenkampfs, sollte der Aufbau einer sogenannten berufsständischen Wirtschaftsordnung dienen. Die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft sollte letztlich in 7 Berufsständen organisiert werden. Und innerhalb eines solchen Berufsstandes sollten eben die Klassenkonflikte beseitigt werden und zu, wie soll man sagen, gesellschaftlicher Harmonie beigetragen werden, indem also Arbeiterinnen und Arbeiter und Unternehmer gemeinsam die Aufgabe zufallen sollte, die Interessen der jeweiligen Wirtschaftssparte zu organisieren und zu vertreten. Dieser Umbau in Richtung einer berufsständischen Ordnung sollte insgesamt in 3 Etappen erfolgen. In der ersten Etappe sollten zunächst einmal die Arbeiter und Arbeiterinnen in dem neu gegründeten Gewerkschaftsbund gebündelt werden, allerdings nicht ohne zuvor halt die oppositionellen Teile der Gewerkschaften auszuschalten. Im zweiten Schritt sollten dann die Unternehmer in den jeweiligen Unternehmerverbänden organisiert werden, und diese beiden Schritte sollten eigentlich nur vorbereitende Maßnahmen sein, weil erst in einem dritten und letzten Schritt letztlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnenorganisationen in einem Berufsstand eben zusammengefasst werden sollten. Weil es war ja den Austrofaschisten also durchaus klar, dass sie den Klassenkampf nicht einfach per Dekret aus der Welt schaffen können. Und es ist ganz aufschlussreich, sich anzuschauen, wie die Austrofaschisten selber dieses schrittweise Vorgehen beim Umbau der Gesellschaft, wie die das begründet haben. Also der damalige Sozialminister, ein relativ prominentes Heimwehrmitglied, hat erläutert, dass es eben politisch unmöglich sei, den Arbeiterinnen schon frühzeitig ihre eigenen Organisationsformen zu nehmen und sie mit den Unternehmern sofort in eine gemeinsame Interessensvertretung zusammenzubringen. Und das sei eben nicht machbar, weil eben der jahrzehntelange Klassenkampf eine so große Kluft zwischen den eben mittlerweile nicht mehr Klassen genannten sozialen Gruppierungen geschaffen hat. Und er gesagt hat, hier muss Vertrauen zwischen Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeberschaft Schritt für Schritt, Tag für Tag und Arbeit für Arbeit entstehen, bis es möglich wird, wirklich ein innerlich geschlossenes Ganzes zu haben. Für den Austrofaschismus war diese berufsständische Ordnung also vor allem auf propagandistischer Ebene ein relativ wichtiges Unterfangen. Das darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese berufsständische Wirtschaftsordnung ja nicht durchgesetzt werden konnte. Also von den eigentlich angestrebten 7 Berufsständen sind letztlich nur 2 Berufsstände wirklich eingerichtet worden. Und in diesen beiden Bereichen gab es also ganz spezifische soziale Voraussetzungen, die das eben ermöglicht haben, hier ohne große Probleme bereits zu so einer Ordnung überzugehen. Ansonsten ist es in Wirklichkeit nur bei Ansätzen zu so einem tatsächlichen Umbau der Gesellschaft geblieben.
Austrofaschismus selber kann man eigentlich nicht als antisemitisches Regime bezeichnen. Es sind zwar viele der Regierungsmitglieder oder eigentlich alle Regierungsmitglieder zunächst aus den Heimwehren und aus der christlich-sozialen Partei gekommen, also aus ganz klar antisemitischen Gruppierungen, aber als Regierungspolitik ist im Austrofaschismus trotzdem etwas vertreten worden, was man vielleicht als taktischen Nicht-Antisemitismus bezeichnen könnte. Und da muss man sich also vor Augen halten, dass der Austrofaschismus ja auch dem eigenen Selbstverständnis nach immer so etwas wie ein Gegenentwurf zum Nationalsozialismus gewesen ist. Und dieser Abgrenzungsversuch gegenüber dem Nationalsozialismus hat natürlich zunächst auch einfach geheißen Abgrenzung zu den einheimischen Nazis, also zu den österreichischen Nazis. Und dieser Versuch der Abgrenzung ist mehr oder minder als Grund dafür anzusehen, dass man es also mit der paradoxen Situation zu tun hat, dass man ein von Antisemiten getragenes Regime hat, das allerdings trotzdem keine antisemitische Politik betreibt. Und das lässt sich halt verdeutlichen zum Beispiel an einem Gesetzesentwurf, der 1936 eingebracht wurde. Also da ging es darum, in bestimmten Wirtschaftsbereichen, also Berufsverbote für Juden und Jüdinnen durchzusetzen. Und dieses Gesetz ist dann letztlich nicht erlassen worden, also ist nicht durchgesetzt worden, mit der Begründung, also wenn wir das tun würden, also wir als Austrofaschisten, wenn wir das tun würden, dann würden wir ja mehr oder minder die Geschäfte der Nazis verrichten. Dieser taktische Nicht-Antisemitismus der Regierung hat allerdings keinerlei Einfluss gehabt auf den nach wie vor grassierenden Antisemitismus in weiten Teilen der Bevölkerung. Was jetzt den Nationalsozialismus betrifft und den Antisemitismus in Österreich, wollen wir eigentlich nicht näher wirklich darauf eingehen, weil also die wesentlichen Entwicklungsschritte dieser Vernichtungspolitik gegenüber den Juden und Jüdinnen ja also einerseits mehr oder weniger bekannt sind und vor allem andererseits sich ja auch in Österreich und Deutschland auch nicht so großartig unterschieden haben. Man kann aber trotzdem zum Antisemitismus auch hier was sagen, nämlich dass Österreich und auch vor allem Wien innerhalb des sogenannten Dritten Reichs eine Vorreiterrolle bei der Durchsetzung der antisemitischen Verfolgung eingenommen hat. In historischen Studien, jetzt über zum Beispiel jüdische Gemeinden in Deutschland, kann man lesen, dass diese jüdischen Gemeinden auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten zunächst natürlich besorgt reagiert haben, aber dass sie trotzdem noch zumindest für einige Zeit lang geglaubt haben, sie könnten, zwar unter schlechteren Bedingungen, aber trotzdem noch in Deutschland leben und es würde eben trotzdem noch immer so etwas wie jüdisches Leben in Deutschland geben können. Ganz anders war jetzt aber die Situation der jüdischen Bevölkerung in Österreich. Die hat sich also spätestens ab März 1938 in einer Situation befunden, die also selbst innerhalb des Deutschen Reichs bis dato beispiellos war. Und die jüdische Gemeinde ist dabei nicht das Opfer einer von außen kommenden Politik geworden, sondern diese Ausschreitungen und Raubzüge, die also in Deutschland bisher unvorstellbar gewesen waren und die eben ab dem Moment wirklich das besondere Ambiente des narzisstischen Wiens ausgemacht haben, diese Ausschreitungen und Raubzüge haben eben nicht erst eingesetzt, als die deutschen Truppen nach Österreich marschiert sind, sondern bereits in der Nacht davor. Und dieser ungezügelt antisemitische Terror, der dann über die jüdische Gemeinde, also hauptsächlich in Wien, losgebrochen ist, hat selbst die neuen Machthaber, also die Nationalsozialisten, veranlasst, mäßigend auf die Bevölkerung einzuwirken. Und die haben also zwei Tage nach dem Einmarsch diese wilden Ausschreitungen und auch unkoordinierten Enteignungen jüdischen Besitzes und so weiter halt untersagt und versucht dann an deren Stelle mehr oder minder so eine staatliche organisierte, unter Anführungszeichen, Entjudung der Gesellschaft zu setzen. Die jüdische Gemeinde hat jetzt zumindest zu Anfang noch nicht wissen können, dass die Politik der Nationalsozialisten letztlich in der Massenvernichtung enden würde. Aber es ist der jüdischen Gemeinde in Österreich klar geworden, dass es für sie keine Zukunft hier mehr geben würde oder geben konnte. Weil innerhalb von wenigen Monaten also in Österreich durchgesetzt wurde, was in 6 Jahren Nazi-Herrschaft in Deutschland nicht annähernd gelungen ist. Also die Enteignungen von jüdischem Besitz sind so mit einer Politik der wirtschaftlichen Modernisierung verbunden worden. Und nur auf Basis dieser wirtschaftlichen Modernisierung ist überhaupt sowas wie das Wirtschaftswunder der Zweiten Republik möglich geworden. Binnen kürzester Zeit sind die Juden und Jüdinnen also aus mehr oder minder vollkommen aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden und die von Adolf Eichmann eingerichtete Zentralstelle für jüdische Auswanderung hat die organisierte massenhafte Vertreibung organisiert. Zwischen März 1938 und Juli 1939 sind auf diese Art und Weise rund 104.000 Menschen aus Österreich vertrieben worden, nicht ohne zuvor eben das gesamte Vermögen an den deutschen Staat abgeben zu müssen. Und gegen Jahresende 1939 waren von den rund 180.000 Personen, die jüdische Gemeinde vor dem Einmarsch gezählt hat,
Von diesen rund 180.000 Personen waren nur mehr knapp 55.000 übrig. Und von denen waren 50.000 auf die Unterstützung der Kultusgemeinde, also etwa durch Essensabgaben und so weiter, angewiesen, weil sie sonst schlicht und einfach verhungert wären. Die besondere Situation der jüdischen Bevölkerung in Österreich verdeutlicht zum Beispiel der Historiker Doron Rabinowitsch anhand des Novemberpogroms. Er schreibt, auf den Punkt gebracht ließe sich sagen, während im März 1938 der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erfolgte, wurde mit dem Novemberpogrom 1938 der Anschluss des Altreichs an die ostmärkische Judenpolitik vollzogen. Die vorhergehenden Ausschreitungen in Wien mögen erklären, warum das Novemberpogrom dort brutaler als in vielen anderen Städten ablief. Der antisemitische Mob hatte die Gewalttat schon eingeübt. Diese ostmärkische Judenpolitik war in den Augen der nationalsozialistischen Behörden dermaßen effektiv und erfolgreich, dass die österreichischen unter Anführungszeichen Experten gewissermaßen zu sowas wie Shootingstars der deutschen Vernichtungspolitik geworden sind und beispielsweise in Berlin und Prag nach dem Wiener Vorbild auch so Zentralstellen für die jüdische Auswanderung eingerichtet wurden und auch an anderen zentralen Stellen dieses Vernichtungsprozesses, also etwa in den Ghettoverwaltungen oder auch mit Eichmann als Organisatoren der Endlosen, findet man also an ganz zentralen Stellen immer wieder Leute, die ihre ersten Erfahrungen hier in Österreich gemacht haben und dadurch zu sowas wie Experten für die Judenfrage geworden sind. Wie aus dem einen Volk nicht das ganz andere wurde. Was für ein Land ist Österreich? Stefan Griegert. Wir denken, dass Österreich ein Land ist, in dem es die Bevölkerung nach 1945 quasi in Tateinheit mit der Regierung geschafft hat, diese ehemalige Gemeinschaft von mordenden und raubenden Volksgenossen einerseits hinter sich zu lassen und andererseits aber gleichzeitig sozusagen hinüberzuretten in diese postfaschistische Demokratie. Und erreicht hat man das eben ganz einfach dadurch, dass man sich erfolgreich als sowas wie eine Opfergemeinschaft geriert hat. Man könnte also sagen, dass die Österreicher eigentlich die ersten Täter des Nationalsozialismus waren, die zu Opfern mutiert sind. Wir denken, dass das, was man in Deutschland ja durchaus auch kennt, vor allem verstärkt natürlich seit der Wiedervereinigung, dass nationalsozialistische Täter plötzlich zu Opfern, zum Beispiel vom alliierten Bombenterror und Leute aus dem Zeug werden. Das ist, also so eine Vorstellung ist in Österreich eigentlich bereits seit 1945 Realität und man könnte das zynisch sagen, eigentlich mit einer sehr viel konsequenteren Begründung. Die Österreicher waren nämlich in ihrer Selbstsicht nicht einfach, also Täter sowieso nicht, aber auch nicht einfach Opfer vom alliierten Bombenterror oder sowas, sondern in ihrer Selbstsicht, da waren die Österreicher schlicht und einfach Opfer der Nazis. Mit dieser Verklärung Österreich zum ersten Opfer des Nationalsozialismus ist auch so etwas wie die Ausbürgerung des Antisemitismus einhergegangen. Also gemäß offizieller österreichischer Lesart ist also alles übel mit den deutschen Truppen überhaupt erst nach Österreich hereingebrochen. Und als eindrucksvolles Dokument für diese Haltung lässt sich die österreichische Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 heranziehen. Zur Legitimation des neuen Österreich heißt es dort, dass die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers Kraft einer völligen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Annexion des Landes das macht- und willenlos gemachte Volk in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat, jemals vorauszusehen oder gut zu heißen instand gesetzt war, zur Bekriegung von Völkern, gegen die kein wahrer Österreicher jemals Gefühle der Feindschaft oder des Hasses gehegt hat.
Während also nach außen hin so eine Thematisierung der antisemitischen Tradition einfach nicht stattgefunden hat, ist im Inneren nahtlos an genau diese Tradition angeschlossen worden. Über die angestrebte Reintegration der ehemaligen oder nach wie vor Nationalsozialisten ist in dieser Unabhängigkeitserklärung zu lesen: jene freilich, die nur aus Willensschwäche infolge ihrer wirtschaftlichen Lage, aus zwingenden öffentlichen Rücksichten, wider innere Überzeugung und ohne an den Verbrechen der Faschisten teilzuhaben mitgegangen sind, sollen in die Gemeinschaft des Volkes zurückkehren und haben somit nichts zu befürchten. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass mit Leopold Kunczak, einer der wüstesten christlich-sozialen antisemitischen Hetzer der Zwischenkriegszeit, diese Unabhängigkeitserklärung mit unterzeichnet hat. Und dieser Kunczak hat sich also noch knapp ein halbes Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf Massenveranstaltungen dafür gerühmt, er sei ja schon immer Antisemit gewesen. Der wurde dann gleich zum ersten Präsidenten des österreichischen Nationalrats gewählt und gilt heute auch nach wie vor als einer der Gründerväter der Zweiten Republik und wird auch als solcher nach wie vor verehrt. Von der Tätergemeinschaft zur Opfergemeinschaft und weiter zur wirtschaftswunderlichen und sozialpartnerschaftlichen Volksgemeinschaft. Die österreichische Erfolgsstory. Der Max Horkheimer hat in den 60er Jahren mal notiert: das Schuldbekenntnis der Deutschen nach der Niederlage des Nationalsozialismus 1945 war ein famoses Verfahren, das völkische Gemeinschaftsempfinden in die Nachkriegsperiode hinüberzuretten. Das Wir zu bewahren, war die Hauptsache. Nur ist es in Österreich so, dass es so ein Schuldeingeständnis bis in die 90er Jahre überhaupt nicht gegeben hat. Das heißt dann aber auch, dass dieses Wir-Gefühl aus der NS-Volksgemeinschaft, zementiert eben durch den gemeinsam begangenen Massenmord an Juden und Jüdinnen, durch den Vernichtungskrieg im Osten, dass also dieses Wir-Gefühl anders in die postfaschistische Demokratie hinübergerettet werden musste und in sie integriert werden musste, eben durch diese Uminterpretation der Tätergemeinschaft in ein Opferkollektiv. Es war damals so, dass gegen die Postulierung der sogenannten immerwährenden Neutralität, die jetzt auch zusehend natürlich zur Disposition steht im Rahmen von so Diskussionen über Beitritt zu NATO oder zur WEU von Österreich, dass also gegen diese Postulierung der immerwährenden Neutralität, die damals vor allem von der Sowjetunion natürlich eingefordert wurde, die Sieger des Zweiten Weltkriegs, also die Alliierten, sich da sozusagen haben breitschlagen lassen, diese Lüge, dass die Österreicher eben keine Täter, sondern die ersten Opfer des NS-Expansionsstrebens gewesen seien, also diese Lüge in sowas wie den Rang einer geschichtlichen Tatsache zu erheben. Was dann allerdings keineswegs geheißen hat, dass die Österreicher das diesen Alliierten irgendwie sonderlich gedankt haben. Ganz im Gegenteil, in der Zeit von 45 bis 55, also bis 55 waren die alliierten Truppen in Österreich, sind von den Österreichern als Besatzungsmächte und nicht als Befreiungsmächte wahrgenommen worden. Von 45 bis 55 hat die damalige österreichische Führung dann das genutzt, den damals noch ziemlich schwachen Österreich-Nationalismus zu entfachen, in Gang zu setzen, eben durch Agitation gegen die im Land befindlichen Besatzungstruppen. Das hat dann eben 1955 auch Erfolg gehabt und diese Besatzungstruppen sind abgezogen. Die österreichische Elite hat sich also damals umorientiert von diesem großdeutschen, deutsch-nationalen Patriotismus hin auf österreichisch, auf österreich-nationalistisch. Und das war eine Politik, die von den Bürgern, von den ehemaligen Volksgenossen sozusagen augenzwinkernd akzeptiert worden ist, so als Notwendigkeit, auch als außenpolitische Notwendigkeit. Ist aber trotzdem noch ziemlich lang gedauert, bis aus diesem großdeutschen Wahn dauerhaft dann sowas wie eine
austropatriotische Verrücktheit geworden ist. Bei der FPÖ, um die es ja im Weiteren dann irgendwie noch genauer gehen soll, hat es sehr viel länger gedauert, dieser Anpassungsprozess. Also die FPÖ war bis Anfang der 90er Jahre eine ganz klar deutschnationale Partei, die also keinen positiven Bezug auf Österreich genommen hat. Also nicht sowas wie ein Österreich-Patriotismus oder Österreich-Nationalismus favorisiert hat, sondern wirklich ein Deutschnationalismus. Also auch mit dieser völkischen Kategorie auch einer deutschen Kulturgemeinschaft argumentiert hat und so. Das hat sich inzwischen geändert. Also die FPÖ ist heute sozusagen konvertiert zu sowas wie einem aggressiven Österreich-Patriotismus. Das hat sich dann manifestiert, vor allem in dem Ausländervolksbegehren, dem sogenannten Ausländervolksbegehren, was die FPÖ Mitte der 90er Jahre initiiert hat, was unter dem Titel Österreich zuerst stattgefunden hat. Das war eine Parole, die früher die FPÖ sicher nicht verwendet hätte, weil ihr das eben ein viel zu positiver Bezug auf die österreichische Nation gewesen wäre. Der Jörg Haider hat noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre davon geredet, die österreichische Nation sei eine Missgeburt. Also das hat damals so das Selbstverständnis der FPÖ ausgedrückt. Das hat sich aber, wie gesagt, inzwischen geändert. Und wir meinen auch nicht nur, dass das so ein taktischer Rückzieher ist, dass die eigentlich eh immer noch deutschnational sind und das jetzt nur vorschützen, sondern wir glauben schon, dass das eine ganz reale Transformation ist, die da stattgefunden hat, auch wenn es in der Partei natürlich immer noch deutschnationale Elemente sozusagen gibt. Aber die Partei selber ist heute eher sowas wie radikal österreich-patriotisch. Mit dieser Selbstverklärung zum ersten Opfer des Nationalsozialismus oder diese Selbstverklärung enthält ein ganz klar strukturell antisemitisches Moment, weil diese beinahe zu fröhlich zur Schau gestellte selbstmitleidige Haltung für die wahren Opfer der mordenden Volksgemeinschaft keinen Platz freilässt. Wird dieses kollektiv vergangene Verbrechen dann doch einmal öffentlich thematisiert, also etwa jetzt in den vergangenen Monaten rund um diese Entschädigungszahlungen für ehemalige Zwangsarbeiter und ehemalige Zwangsarbeiterinnen, wird das also doch einmal öffentlich thematisiert, setzt beinahe reflexartig diese Reaktionsform des nach außen Schlagens sich ins Rechtsetzens ein, die von Adorno bereits in den 50er Jahren als ein wesentlicher Bestandteil der Schuldabwehr und der Schuldverdrängung analysiert worden ist. Und es setzt dann eben auch genau dieses gesamte Repertoire an Argumentationsmustern ein, die also charakteristisch für diesen spezifisch österreichisch-deutschen sekundären Antisemitismus sind. Diese ganzen Argumentationsmuster, die in Deutschland ja also aus der Diskussion über das Holocaust-Mahnmal in Berlin oder auch aus der Walzer-Debatte ja eh bekannt sein sollten. Im politischen Tagesgeschäft der Zweiten Republik ist offener Antisemitismus eigentlich eine Ausnahme geblieben. Was aber nicht heißt, dass es das nicht auch gegeben hätte. Also es gab immer wieder Anlässe, wo eben diese oberflächliche Tabuisierung des Antisemitismus rasch durchbrochen wurde. Gewissermaßen konzentriert, zum Beispiel im Jahr 86, in dem Jahr es auch als Haider auch die FPÖ übernommen hat. Da gab es ja diese berühmte Waldheim-Debatte mit dem damaligen Präsidentschaftskandidaten, wo sich halt herausgestellt hat, dass der ehemalige SA-Reiter Staffel gewesen ist und so weiter. Und im Zuge in dieser Diskussion sind also ganz massiv antisemitische Ausfälle vorgekommen, auch natürlich hauptsächlich oder zu nicht geringen Teil auch von ÖVP-Politikern. Dennoch kann man sagen, dass der Antisemitismus heute in Österreich als eine Art gemeinsamer Fundus vorhanden ist. Ein gemeinsamer Fundus, auf den durch Anspielungen Bezug genommen werden kann, ohne dass man deshalb in Gefahr laufen würde, als Antisemit oder Antisemitin bezeichnet zu werden. Was die österreichische dann allerdings doch von der deutschen Post-Shoah-Normalität grundlegend unterscheidet, ist die Existenz einer Medienlandschaft, in der die größte Tageszeitung immer wieder offen rassistische und offen antisemitische Inhalte vertritt. Also diese Kronenzeitung ist ja gemessen am Verhältnis jetzt von Leserinnenzahl zur Gesamtbevölkerung überhaupt die größte Tageszeitung der Welt und wird ja von rund 40% der Österreicher und Österreicherinnen täglich gelesen. In dieser Kronenzeitung finden sich fast täglich so eben Artikel, die beispielsweise jetzt in vergleichbaren Blättern in Deutschland wie etwa der Bild-Zeitung oder so einfach nicht erscheinen könnten und die in Deutschland wahrscheinlich wirklich nur in deklariert rechtsextremen Hetzblättern zu finden sind. Und diese Dominanz dieser Zeitung in Österreich hat deshalb vor allem auch so unangenehme politische Auswirkungen, weil es andererseits in Österreich sowas wie eine linksliberale oder selbst nur liberale Medienlandschaft oder Öffentlichkeit ganz einfach nicht gibt. Also es gibt einige Zeitungen, die man vielleicht als liberal bezeichnen könnte, also etwa den Standard in Wien, aber den gibt es halt erstens nur in Wien und zweitens ist er selbst dort jetzt nicht von was weiß ich wie vielen Leuten gelesen, also es ist eine relativ kleine Zeitung. Aber
Also vergleichbare Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau oder so Sachen, das gibt es ganz einfach nicht. Das heißt also, die öffentliche Debatte in Österreich wird ganz klar von dieser Kronenzeitung strukturiert und die ist ganz klar rassistisch und antisemitisch. Jetzt einiges so zu dieser Opfergemeinschaft und dem Wir-Gefühl gesagt. Dieses Wir-Gefühl ist in Österreich nun aber nicht nur durch diese Transformation von einer Täter- zu einer Opfergemeinschaft umgesetzt und bewahrt geblieben für die postfaschistische Demokratie, sondern gleichzeitig auch zementiert worden durch ein ziemlich strikt antiliberalistisches Wirtschafts- und Politikmodell, was nach 1945 dann da eingesetzt wurde. Dazu gehört dann auch, dass dieses Großdeutsch und Stolze, eher so auf Expansion getrimmte Wir-Gefühl und Nationalgefühl aus der NS-Zeit ersetzt wurde durch so ein auch schon für den Austrofaschismus eher charakteristische, auf die Abwehr äußerer Einflüsse gerichtete und immer so ein bisschen beleidigt und grant hinterherkommende Mir san mir. Also wir sind wir, ja, so ungefähr. Zugleich ist nach 1945 dann mit den Großparteien SPÖ und ÖVP, also mit Sozialdemokraten und Konservativen, die eben jahrzehntelang Politik und Gesellschaft dominiert haben, ein Paradebeispiel für sowas entstanden, was man als plurale Fassung einer Einheitspartei bezeichnen kann. In Österreich, und das ist vielleicht auch nochmal ein gewisser Unterschied zu Deutschland, hat nach 1945 sowas wie eine postfaschistische Intimität geherrscht, oder hat es gut, bis heute tut sie das eigentlich, in die dann auch ziemlich bald das sogenannte dritte Lager, also neben Sozialdemokraten, Sozialisten und Konservativen, also die ehemaligen oder auch immer noch Nazis, integriert wurden, eingebunden wurden in diese postfaschistische Intimität. Die Grundlegung der großkoalitionären Stimmung nach 1945, die hat die Ruth Beckermann, eine jüdische Journalistin und Autorin, mal ziemlich treffend beschrieben. Sie sagt da: Die Sozialisten verzichteten auf den Klassenkampf und die Konservativen auf öffentliche Dollfußverehrung. Auf die Juden verzichteten sie alle. Da könnte man natürlich jetzt hinzufügen, dass das mit der öffentlichen Dollfußverehrung, dass da irgendwie die Konservativen darauf verzichten, inzwischen natürlich überhaupt nicht mehr stimmt. Inzwischen betreiben sie auch durchaus eine öffentliche Verehrung von diesem austrofaschistischen Diktator ziemlich heftig, was bisher allerdings bei der SPÖ noch nicht dazu geführt hat, dass sie den Klassenkampf wieder aufnehmen würde. Dieser großen Koalition, die dann auch selbst in Zeiten der SPÖ-Alleinregierung, also in den 60er, 70er Jahren unter Kreisky, informell nie ganz aufgegeben wurde. Also selbst wenn die SPÖ über 50% hatte, hat sie die meisten Entscheidungen trotzdem vorher mit der ÖVP abgesprochen. Dieser großen Koalition entspricht also die neben dem Parlamentarismus existierende und auch agierende sogenannte österreichische Sozialpartnerschaft. Zu der würden wir ganz gern auch noch ein bisschen was sagen. Also die österreichische Sozialpartnerschaft, das ist eine besonders stark ausgeprägte Form von einem kooperatistischen Modell, das bis heute dafür sorgt, dass sich so die Personifikation des Kapitals, sprich Unternehmer und Unternehmerinnen, mit Streiks und solchen Unannehmlichkeiten in Österreich so gut wie überhaupt nicht herumschlagen müssen. Also in Österreich misst man Streiks in Minuten, in Sekunden und nicht in Streikstunden, weil das gibt es sowieso nicht. Bereits im Jahr 1946 hat sich im Sozialministerium die Zentrallohnkommission konstituiert, auf die dann auch ziemlich eins zu eins die Befugnisse des ehemaligen NS-Treuhänders der Arbeit übergegangen sind. Und damit war eigentlich bereits der Grundstein für diese modifizierte Fortführung der Gemeinnutz-geht-vor-Eigennutz-Ideologie gelegt.
Diese Nachkriegssozialpartnerschaft in Österreich ist allerdings unvorstellbar ohne die Veränderungen der Wirtschaftsstruktur in der Zeit der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich. Also nach der Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich ist es eben zu ganz massiven Veränderungen dieser Wirtschaftsstruktur gekommen, die die Entwicklung dieses postfaschistischen Österreichs geprägt haben und teilweise eben erst ermöglicht haben. Und wir denken, dass das wichtig ist, auch immer wieder zu betonen, da das eben etwas ist, was mit am meisten beschwiegen wird. Aber genau darin findet sich eben die Verstrickung der gesamten österreichischen Gesellschaft, einschließlich der Linken, in die Geschichte des Nationalsozialismus. Im Jahr 1938, also vor dem Anschluss an Deutschland, war Österreich also ein Land, in dem es im Wesentlichen Kleinbetriebe und Landwirtschaft gegeben hat. Und nach den 7 Jahren Zugehörigkeit zum Deutschen Reich hat Österreich diesen Verband als relativ gut strukturiertes Kleinland verlassen, mit durchaus einigen sogenannten, wie soll man sagen, zukunftsträchtigen industriellen Betrieben, etwa zum Beispiel die jetzige Voest in Linz, die als Hermann-Göring-Werke gegründet wurde. Und diese neu entstandenen, im Nationalsozialismus neu entstandenen Industrien haben das Kernstück der österreichischen verstaatlichten Industrie gebildet in der Nachkriegszeit. Und ohne diese verstaatlichte Industrie wäre auch diese Nachkriegssozialpartnerschaft in dieser Form vollkommen unmöglich gewesen. Und dazu muss man auch noch sagen, dass ein zentraler Aspekt dieser nationalsozialistischen Modernisierungsbestrebungen in Österreich im wirtschaftlichen Bereich natürlich eben auch der Einsatz von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen gewesen ist und spätestens seit dem Überfall auf die Sowjetunion die österreichische Wirtschaft oder ostmärkische Wirtschaft damals überhaupt ja nur mehr expandieren hat können unter Einsatz von ausländischen Arbeitskräften, also jetzt zunächst mal Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen und dann natürlich aber auch Häftlinge aus Konzentrationslagern. Und es ist also nicht zu provokant formuliert, wenn man sagt, dass ein ganz gehöriger Teil der Basis der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs nach dem Krieg von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen quasi gebildet worden ist. Wie in Deutschland denken wir, ist es auch in Österreich so, dass dieser Korporatismus, diese Sozialpartnerschaft natürlich immer auch so etwas wie ein Behältnis für die verflossene Gemeinschaft der Volksgenossen ist. Diese Sozialpartnerschaft ist also eine Konstruktion, die nicht einfach nur ein harmonisches Verhältnis zwischen Arbeit, Kapital und Staat herstellt und so also versucht, die Gesellschaft zu formieren und zu homogenisieren, sondern die ist auch sowas wie ein nationales Dach, unter dem dann so der Demokratie angeblich ja so widersprechende Antisemitismus und Rassismus genauso gut gedeihen kann wie der falsche, nämlich dieser nationale Kollektivismus. In Österreich ist es jetzt so, dass von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ziemlich fleißig zu der Vorgeschichte dieser Sozialpartnerschaft geforscht wird. Auffällig ist dabei, dass in dem Zusammenhang über den Nationalsozialismus eigentlich überhaupt kein Wort verloren wird. In Bezug auf den Austrofaschismus ist es durchaus so, dass man sieht, dass der quasi ein struktureller Vorläufer dieser Sozialpartnerschaft war. Da wird dann allerdings immer nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass es sich dabei eher um so etwas wie eine verordnete Sozialpartnerschaft gehandelt hat, also die nicht mit Zustimmung von Bürgertum, Staat und Proletariat stattgefunden hat, sondern dass es eben eher so etwas Aufgezwungenes gewesen ist. Wohingegen das nach 45 eben anders war. Der große Unterschied zwischen diesem faschistischen Kooperatismus und der Sozialpartnerschaft nach 45 wurde also gerade in der Freiwilligkeit ausgemacht, in der Tatsache, dass sich also Kapital und Arbeit ohne Zwang zueinander und zum Staat in harmonisches Verhältnis gesetzt haben. Ich denke, dass aber gerade dabei natürlich übersehen wird, dass es offensichtlich so ist, dass der Austrofaschismus und vor allem eben der Nationalsozialismus, nicht zuletzt durch diese Verstaatlichung des Antisemitismus, die Verhältnisse offenbar dahingehend modifiziert haben. Und auch nur vor dem Hintergrund macht ja die Rede von diesem Postfaschismus irgendwie auch Sinn. Die Verhältnisse also offenbar dahingehend modifiziert haben, dass nach 45 quasi alle von sich aus, ohne äußeren Zwang und Druck, auf die zumindest partielle Fortsetzung eines faschistischen Projekts, nämlich der Verpflichtung aller
Einzelinteressen auf das Allgemeinwohl zugestimmt haben und dieses Projekt dann eben auch in die Welt gesetzt haben in Form der Sozialpartnerschaft. Diese Verpflichtung aller auf das Allgemeinwohl ist jetzt mit der Etablierung dieser blau-schwarzen Regierung in Österreich auch ganz konsequent im Regierungsprogramm festgehalten worden. Also darin heißt es ganz lapidar einmal, es gibt keinen Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Und der Bereich Arbeit, der im Frühjahr im Sozialministerium angelegt gewesen ist, ist mittlerweile ins Wirtschaftsministerium verlagert worden. Und der Kanzler Schüssel betrachtet auch dieses Wirtschaftsministerium inklusive den Bereich Arbeit als eine der wirklich wichtigsten Errungenschaften der neuen Regierung. Und hat das eben in seiner Rede zur Lage der Nation eben auch zum Ausdruck gebracht, indem er sagt, endlich zum ersten Mal ein Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, nicht einen Arbeitgeberminister und einen Gewerkschaftsminister, sondern einer, der Sorge trägt, dass das Ganze im Vordergrund steht und nicht Detailinteressen. Sozialpartnerschaft, die stiftet also offensichtlich auch eine besondere Form von unterwürfigem Staatsbürgerbewusstsein. Wir denken, dass dieses österreichische Bewusstsein in seiner prinzipiellen Verpflichtung wirklich jeglicher partikularer Interessen auf das Wohl der angeblich eben dem politischen Souverän, also im Staat verkörperten Allgemeinheit, vielleicht sogar noch diese aggressive Untertanenmentalität der Deutschen übertrifft mit ihrer Anbetung einer übergeordneten freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also dieser berühmten FDGO. Das ist übrigens eine Konstruktion, also diese FDGO mit all diesen Notstandsszenarien und so, die letztendlich auch daraus abgeleitet werden, die ist eine Konstruktion, die es in der Form in Österreich nicht gibt, beziehungsweise noch nicht gibt. Man kann da lediglich darauf hinweisen, dass immer mal wieder Leute, wie zum Beispiel der ÖVPler Andreas Kohl, von sowas wie einem imaginären Verfassungsbogen reden, was natürlich in eine ähnliche Richtung zielt. Diese Formulierung hat damals eigentlich, wie der Andreas Kohl die erstmals verwendet hat, darauf gezielt festzustellen, dass die FPÖ ganz eindeutig außerhalb dieses imaginären Verfassungsbogen stehen würde, also rechts davon sozusagen. Da scheint die ÖVP inzwischen ihre Meinung ja ziemlich grundlegend geändert zu haben. Also ansonsten würden sie ja keine Koalition mit denen machen. In Österreich, wie gesagt, gibt es also so Notstandsgesetzgebung und sowas in dieser Form nicht. Was aber ganz einfach seinen Grund darin hat, dass die Sublimierung des Klassenkampfs durch die Sozialpartnerschaft, wie der ehemalige Bundeskanzler Kreisky das mal recht treffend genannt hat, in Österreich dermaßen geglückt ist, dass Notstandsszenarien jeglicher Art eigentlich sowieso kaum vorstellbar sind in Österreich, das also einfach gar nicht notwendig ist. Das späte Entstehen der österreichischen Nation, der Abstieg des sozialpartnerschaftlichen Korporatismus und der Aufstieg der FPÖ und der Haider. In den 70er Jahren war das dann so, dass mittels einfach einer kreditfinanzierten Wirtschafts- und Sozialpolitik auch dieses materielle Substrat geschaffen wurde, das dann eigentlich dem Austropatriotismus gegen diesen immer noch ziemlich vorherrschenden Deutschnationalismus in großen Bevölkerungskreisen doch zum Durchbruch verholfen hat. Also nämlich einfach, dass dieser Österreich-Patriotismus sozusagen auch materiell abgesichert werden konnte und dass dieser sogenannte Ausdruck Keynesianismus unter Kreisky hat also ganz offensichtlich dann die endgültige Grundlage dafür geliefert,
dass es heute schon so ist, dass die meisten Österreicher und Österreicherinnen von dieser Zweiten Republik, also der Republik von nach 45 bis heute, als eine Erfolgsstory reden. Und dass das eigentlich schon dazu geführt hat, dass diese Vorstellung, die Zweite Republik als Erfolgsstory, so verbreitet ist in der Bevölkerung, dass sich auch der Haider gezwungen sah, nicht mehr die Abschaffung dieser Zweiten Republik zu fordern, zugunsten einer Dritten, also dieses Schlagwort Dritte Republik, das war lange Zeit so eine Kampfparole der FPÖ, unter der sie angetreten sind, für die Dritte Republik. Das haben sie sich inzwischen abgewöhnt. Sie fordern also nicht mehr die Abschaffung dieser Zweiten, sondern nur noch die radikale Reformierung dieser eben doch erfolgreichen Zweiten Republik. Aber jetzt ist es halt so, dass seit den 90er Jahren diese Republik gar nicht mehr so erfolgreich ist, zumindest nicht mehr so erfolgreich, wenn es darum geht, das Staatsvolk auch mit Arbeitsplätzen zu versorgen, die eben staatlicherseits quasi in Gang gesetzt werden. Und daher ist auch der österreichische Kooperatismus zunehmend in Verruf geraten. Und diese Sozialpartnerschaft wird aber nicht angegriffen, wie etwa das früher noch der Fall war, zum Beispiel von kommunistischen Arbeitern oder Arbeiterinnen oder von der kommunistischen Partei oder irgendwas dergleichen, sondern eben von den vom Deutschnationalismus zum aggressiven Österreich-Patriotismus konvertierten FPÖlern einerseits und von der ÖVP andererseits, die selbst eigentlich jahrzehntelang eine der Hauptsäulen oder Stützen der österreichischen Sozialpartnerschaft gewesen ist. Schüssel, Kanzler Schüssel hat das in dieser Rede zur Lage der Nation ausgeführt und sagt irgendwie mehr oder minder indirekt, aber doch recht deutlich, was eigentlich an diesem Kooperatismus störend ist. Er sagt: Noch immer gibt es innere Besatzungsmächte, die wir nicht so leicht loswerden mit einer Unterschrift oder mit einer großen Versammlung. Das sind die Bequemlichkeit, die Mutlosigkeit, die Entscheidungsscheue, aber auch die Gier, der Egoismus, der Konsumismus, der Kampf um die wohlerworbenen Rechte. All dies sind innere Besatzungsmächte, von denen wir frei werden sollten. Und er macht also damit deutlich, dass die Regierung eigentlich so eine Doppelstrategie verfolgt, dass sie nämlich einerseits das gemeinschaftsstiftende Element der Sozialpartnerschaft beibehalten will, aber andererseits das materielle Substrat, nämlich die eben relativ komfortable Alimentierung der abhängig Beschäftigten, dieses materielle Substrat hingegen beseitigen und schaffen möchte. Und es ist auch tatsächlich immer noch so, dass wenn der Jörg Haider ausnahmsweise gar nicht gegen Ausländer und Ausländerinnen hetzt, dass dann nach wie vor eins seiner Lieblingsthemen die Kritik an dieser österreichischen Sozialpartnerschaft ist. Diese demokratisierten Nazis von der FPÖ, deren Partei übrigens aus dem Verband der Unabhängigen hervorgegangen ist, das war nach 45 so das Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten, bevor man sie in die Parteien SPÖ und ÖVP aufgenommen hat, diese ehemaligen Nazis, also das hat man gleich nach 45 noch nicht gemacht und stattdessen diesen Verband der Unabhängigen gegründet, woraus dann die FPÖ also hervorgegangen ist. Diese demokratisierten Nazis von der FPÖ, die profitieren offensichtlich nahezu zwangsläufig von der Krise des Austrokensianismus. Diese Krise scheint das im bürgerlichen Subjekt ohnehin ja angelegte Potenzial von Rassismus und Antisemitismus jetzt auch immer offener, also empirisch sichtbar an die Oberfläche zu befördern. Die Sendung gestaltete Robert Zöchling. Musik, Ausschnitte aus den Stücken Daily Plasma von Christian Fennes und Christoph Kurzmann sowie Lower Ass Side Mix von Franz Reisecker, gespielt vom Orchester 33,5, erhältlich auf der CD Maschine brennt des Orchesters 33,5, erschienen bei Charisma. Im zweiten Teil dieser Sendung folgen weitere Ausführungen zur Krise des Austro-Keynesianismus, zur sogenannten neoliberalen Transformation der 90er Jahre, zur aktuellen Möglichkeit eines demokratischen Faschismus sowie kritische Anmerkungen zur Protestbewegung gegen die dieser Möglichkeit bereits erkennbar nahekommende derzeitige Regierung. In der Zeitschrift Kontext 21 sind bislang folgende Artikel zum Thema erschienen. Von Florian Markel,
Nationaler Schulterschluss beim Österreich-Gespräch in Ausgabe 2 2000 sowie Modell Wien Avantgarde der Vernichtung in Ausgabe 5 2000. Von Stefan Griegert, ein Beitrag zu redaktionellen Stellungnahmen unter dem Titel Österreich, wir, ein Land kommt zu sich, wie kommen wir dazu, in Ausgabe 6 1999. Ein Themenschwerpunkt zur aktuellen politischen Situation in Österreich, zu Protest, Widerstand, Zivilgesellschaft und Gesellschaftskritik, mit Beiträgen von Jürgen Dedinsky, Stefan Griegert, Tina Leisch, Roland Atzmüller, Robert Zöchling, Dieter Schrage und Alexander Schürmann-Emanueli, findet sich in der Ausgabe 3 bis 4 2000 von Kontext 21. Diese sowie zahlreiche weitere Texte zur postfaschistischen Normalität in Österreich und zur FPÖ aus den Zeitschriften Radix, Streifzüge und Weg und Ziel finden Sie auch in der Internetausgabe von Kontext 21. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.